Ja, liebe Zuschauer von Avia, jetzt werden Sie sagen, wen hat er denn jetzt? Er hat sich verabredet mit Denis Kornilow. Das ist seit Jahren eigentlich der Vorzeigerusse im Skispringen. Ein bisschen wetterwendisch, mal so, seit 2003 eigentlich im Weltcup. Und jetzt, ja, vielleicht sogar in Gewissensnöten. Denis, es ist nicht ganz so einfach für russische Athleten. Ich glaube, die Skispringer dürften zu den Olympischen Spielen, Winterspielen starten. Wie siehst du das? Wenn es heißt, okay, neutral, aber ohne Hymne, ohne Flagge, würdest du nach Pyeongchang gehen? Also ich denke, richtige Dings ist Hymne und Fahne ist in unser Herz. Ja, ja. Also für mich und ich denke auch für andere Athleten ist ganz egal, mit weißen Klamotten oder ohne Klamotten, ja. wir sind Russen. Ja. Also ja. Unser Job ist Skispringer, ja. Für andere Athleten ist Langlauf oder ja, ja. irgendwas, egal, ja. aber wir müssen unseren Job machen und unser Kampf ist Olympia und ich denke, wir müssen kämpfen. Okay, das ist eine, glaube ich, nachvollziehbare und ganz vernünftige Haltung. Jetzt zu deiner Form. Du bist schon lange dabei und irgendwann sagt vielleicht auch der Körper, hey Denis, das ist ein bisschen viel, was du mit mir anstellst. Nein, mein Körper jetzt in guter Form. Ja. Und jetzt, ich habe Gefühl, besser als 4 Jahre zurück. Im Sochi war nicht so gut. Also jedes Jahr, ich versuche etwas Neues im Skispringen, im Training, in meinem Kopf. Neue Reize. Ja. Ja, ja. Und du, sag mal, du siehst aus wie neu. Du bist doch so schwer gestürzt. Ich habe gedacht, Mensch, der Denis Kornilow, die Nase vielleicht gebrochen. Aber top. Ja, Nase war gebrochen. Und ich war 1 oder 2 Sekunden dunkel im Kopf nach dem Sturz und war ein bisschen negativ denken, erste 10 Minuten. Aber dann habe ich gesagt, ah, stopp, das geht nicht, das wird nicht, geht besser, ja. wenn ich denke, so negativ. Dennis. Also ich habe ja. Wechseln für positiv denken und das geht besser. Dennis, stimmt das? Man sagt ja, wenn ein Athlet schwer gestürzt ist, er muss so schnell wie möglich wieder springen, ansonsten gibt es ein Trauma. Ist das richtig? Ja, aber hier, wir müssen sehr, sehr leicht, wir müssen schauen, wie ist sein Körper, was sagst du? Aber du bist doch schnell wieder gesprungen. Ja, ich habe gedacht, also diese Pause, wann ich kann holen, diese Pause, ja. Das wird nicht so richtig im Moment. Ja. Mein Körper war okay, nur Nase war ja. gebrochen, ein bisschen Arme, Schmerzen, aber das ist nicht... Ein Russe ist hart ja. im Nehmen. Ja. Ja, also ich habe gedacht, ich muss wieder gleich springen und nicht denken über diesen Sturz. Ich okay. muss denken, okay. vorne gehen. Denis, ich finde das wunderbar, dass du dieses Interview auf Deutsch machst. Englisch würde für dich viel leichter sein. Aber nachdem ich weiß, wie gut Deutsch du sprichst, habe ich gesagt, kommt nicht in Frage. Denis muss mit uns Deutsch reden. Was erwartest du noch für dich in dieser Saison? Also mein Springen ist okay. Du aber bist ein bisschen mal ja, so, mal ein bisschen so. Ja, so, mal ja. so. Und gestern war zwei gute Sprünge, zweiter Sprung war ganz okay und noch nicht stabil, aber ich habe Gefühl im Kopf, ich bin mehr stabil jetzt und ich kann gute Sprünge zeigen. Du musst gute Sprünge zeigen, wenn Jewgeni Klimov nicht so gut ist, dann muss Denis das machen. Ein Russe muss es machen. Ja, ist richtig. Ein Athletennutzerteam muss okay. Gute Sprünge zeigen, andere Athleten muss schauen und auch nach vorne gehen. Denis, ich danke dir, ich wünsche dir alles Gute und du weißt, ich habe auch immer ein Herz für die russische Mannschaft. Danke schon, viel Erfolg. Okay. Mach's gut, ciao, danke. Ciao.